Erstmal die Abdeckung entfernen, damit die der Wärmetauscher da rein kann. Denn das sind die Ein- und Auslässer. Da kommen hinterher diese beiden Stützen rein. Jetzt gleich mal gucken, wie ich die positioniere. Ja, ich habe jetzt die Tastatur hier hingelegt und das Display dahin, damit wir zumindest sehen, was für Werte das anzeigt. Und die warme Abluft wird jetzt von hier oben abgesaugt und hier unten kommt die hoffentlich angewärmte Außenluft rein. Und jetzt werde ich das ganze Ding. Hier ist das Stromkabel für den Arduino und für die Lüfter. Das kommt jetzt hier rein. Dann machen wir das schon mal an. Das sieht ganz gut aus. Und der Ventilator müsste jetzt auf 1 springen. Genau, und jetzt lüftet der immer kontinuierlich auf kleinster Stufe vor sich hin. Hier kommt auch so ein bisschen Luft rein. Und das ist eigentlich der Normalzustand. Das ist der zweite Test und diesmal läuft der Ventilator auf kleinster Stufe. Das heißt, der Wärmetauscher ist an und wird hoffentlich ein bisschen Wärme zurückgewinnen. Draußen sind 12 Grad. Hier drin 13,8. Und jetzt werde ich mal den Heizlüfter anschließen. Der ist hier über das Netzteil. Steht er hier in der Ecke. Ja, wie man sieht, zieht er ungefähr 150 Watt, wird wahrscheinlich noch hochgehen auf 170. Genau. Ja, und jetzt warte ich einfach mal, bis hier angenehme Temperaturen sind. Und starte dafür auch meine Stoppuhr. So. Wie gesagt, hier drinnen 13 Grad, fast 14, draußen 12, der Lüfter läuft. Moment, nur über 180 Watt. Und jetzt warte ich einfach mal. Bis jetzt bin ich noch ziemlich dick angezogen, aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern, hoffentlich. Nach ungefähr 12 Minuten habe ich jetzt hier drinnen 16 Grad erreicht, draußen sind 9 Grad. Und die Zuluft liegt bei 14,5 ungefähr. Der Heizlüfter zieht immer noch 180 Watt. Und die Powerstation würde jetzt 2 Stunden durchhalten ungefähr. Bei Minute 19 oder 20 haben wir hier drin 17,7 Grad. Draußen sind 9 Grad. Und die Zulufttemperatur beträgt 16,9 würde ich mal sagen. Der Verbrauch vom Heizlüfter beträgt immer noch 180 Grad. Jetzt läuft der Wärmetauscher und der Heizlüfter bereits 30 Minuten und wir sind bei innen 19,3, außen immer noch 9 Grad und Zuluft ist 17,7. Jetzt sind 40 Minuten vergangen, während der Heizlüfter läuft.
Und hier drin sind jetzt knapp 21 Grad, also 20,8. Zuluft haben wir 18 Grad, laut dem Thermometer 19. Muss man noch mal schauen, ob das stimmt. Wahrscheinlich irgendein Mittelwert. Draußen sind 9 Grad und der Heizlüfter zieht immer noch 181 Watt. Jetzt sind wir bei 50 Minuten ungefähr. Innen haben wir 22 Grad, außen immer noch 9. Die Zuluft beträgt 19 Grad, was richtig sensationell ist, denn der Wärmetauscher verbraucht fast keinen Strom. Da laufen nur die Lüfter auf kleinster Stufe und der schafft es, die Luft von 9 Grad außen auf 19 Grad aufzuheizen. Und laut dem Thermometer sogar auf 20 Grad. Da weiß ich nicht, was stimmt. Wahrscheinlich irgendein Mittelwert, sagen wir mal 19,5, aber es ist wirklich Wahnsinn. So kann man natürlich richtig Strom sparen, denn durchs Lüften geht praktisch gar keine Energie verloren. Also ganz wenig. Ich habe 2 Grad Unterschied oder anderthalb. Also das lohnt sich mit dem Wärmetauscher. Jetzt kann ich ja noch mal gucken, was der wirklich verbraucht, der Wärmetauscher, aber es wird fast null sein. Ich mache einfach mal den Heizlüfter aus. Ja, und wie man sieht, das ist unter einem Watt. Der kann das gar nicht messen. Und der würde jetzt ewig weiterlaufen. Man müsste noch mal mit dem Messgerät richtig messen. Aber also dafür, dass man da so viel Energie zurückgewinnt, kann man natürlich eine kleine Batterie mitnehmen zum Heizen. Und auch einfach länger draußen bleiben, wenn man mal keinen Landstrom hat. So, und jetzt werde ich genau wie beim ersten Test mal gucken, wie lange es dauert, bis es hier wieder auskühlt. Der Wärmetauscher läuft weiter, der pustet also ständig frische Luft hier rein, man spürt das auch richtig. Hier kommt kühlere Luft rein. Es sind immer noch 19 Grad, die reinkommen. Rausgehen 21 Grad. Man weiß immer nicht, ob das stimmt mit diesen Wärmefühlern. Und jetzt gucke ich einfach mal, wie lange es dauert, bis hier die Innentemperatur runtergeht. Ja, ungefähr 11, 12 Minuten sind vergangen und hier drin sind immer noch über 22 Grad. Draußen sind jetzt 10 Grad. Zuluft ist immer noch 19. Und laut dem Temperaturmesser 20,8. Also wird es irgendwo dazwischen sein. Ja, ich warte einfach mal weiter. Ja, jetzt bin ich gerade dabei, 20 Minuten lang den Raum abzukühlen. Es tut sich noch nicht so viel. Also jetzt sind wir bei 22,1. Von 22,3 war es, glaube ich. Also es ist noch nicht so viel. Ja, Zuluft ist bei 19 und laut dem Thermometer bei 20,5. Mittlerweile läuft jetzt die Abkühlphase 30 Minuten. Das heißt, der Heizlüfter ist aus, der Wärmetauscher läuft, der holt immer kontinuierlich ein bisschen Wärme aus der Abluft wieder raus. Und das ist super. Der hat jetzt eine Zulufttemperatur von 18 Grad, beziehungsweise irgendeinen Zwischenwert, weil dieses Thermometer zeigt noch 20,5 an, also wird es irgendwo dazwischen sein. Ich habe jetzt eine 500 Wattstunden Batterie und die ist jetzt gerade mal zu 50% ungefähr geleert. Und ich habe den Wagen hier von 10 Grad auf 22, etwas über 22 Grad aufgeheizt und das ist natürlich schon Wahnsinn. Und ich könnte mir vorstellen, dass man damit sogar bei 10 Grad Außentemperatur, die ich jetzt hier habe, also jetzt sind es 11, dass man damit dann auch wirklich über eine Nacht kommt, denn ich brauche ja nachts auch jetzt keine 21 Grad oder 22 Grad, wenn ich im Schlafsack liege,
keine Ahnung, dann brauche ich hier 16, 17 Grad, das ist halt so angenehm. Und dann kommt man schon klar. Und dafür ist der Wärmetauscher echt perfekt. Also, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, einen eigenen Drucker habt oder jemanden kennt, der das ausdrucken kann, macht das, wenn ihr zumindest mit Elektro heizt. Und falls ihr das nicht habt, dann meldet euch bei mir, ich drucke euch die Sachen auch gerne aus. Ja, ich gucke einfach mal weiter, wie weit die Temperatur noch runtergeht. Wie gesagt, jetzt sind wir bei 21,7. Ist immer noch echt gut auszuhalten hier. Mal gucken, wie weit es noch runtergeht. Nach ungefähr 50 Minuten runterkühlen sind wir jetzt, leider hat das Thermometer hier den Geist aufgegeben, sind wir bei 21 Grad. Wahrscheinlich wird es gleich wieder ausgehen. Draußen 11, drinnen 21, Raumluft hat eine Feuchte von 48%. Machen wir gleich wieder aus, um Energie zu sparen. Also ist gerade mal etwas über einen Grad, über 1 Grad runtergegangen. Und die Zuluft liegt jetzt bei 18 Grad. Laut dem Thermometer bei ungefähr 20. Also wird es ungefähr dazwischen liegen, bei 19 wahrscheinlich. Der hat ja diesen speziellen Bereich hier, wo er hingehört. Da habe ich extra diesen Bereich vorgesehen. Da wird er von oben reingesetzt. Und hier unten sind ja die Löcher, wo dann die Außenluft angesaugt wird und die Abluft rausgepustet wird. Und das ist perfekt, der nimmt keinen Platz weg. Das ist jetzt ein voller Erfolg. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man wirklich so viel sparen kann. Oder anders gesagt, so viel Wärme zurückgewinnen kann, weil das ja ein 3D-gedruckter Wärmetauscher ist. Ich habe gedacht, der ist viel schlechter in der Leistung. Aber da liegen ja gerade mal 2,5 Grad zwischen ausgestoßener Luft und angesaugter Luft. Also von daher. Ja, ich werde jetzt noch so ein paar Tests machen, was passiert, wenn ich zum Beispiel die Lüfter auf höherer Stufe laufen lasse. Dann müsste eigentlich die Zulufttemperatur runtergehen. Das ist die Temperatur, die hier mal am Zuluftauslass herrscht. Das heißt, das ist die Luft, die schon erwärmt wurde durch den Wärmetauscher. Und wenn ich jetzt den Lüfter hochdrehe, dann müsste eigentlich weniger Wärme übertragen werden. Das teste ich mal. Stellen wir auf höchste Stufe. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, nachdem ich jetzt den Lüfter vom Wärmetauscher auf höchster Stufe laufen lassen habe für 5 Minuten, ist hier die Zulufttemperatur tatsächlich extrem runtergegangen. Das ist dieses Z 14 Grad, Zuluft 14 Grad. Das ist natürlich schon sehr, sehr wenig. Das heißt, wenn man das auf höchster Stufe laufen lässt, dann schafft er gerade mal einen Temperaturunterschied von 4 Grad. Also der Wärmetauscher erhöht jetzt gerade die Außenluft von 10 Grad auf 14 Grad. Vorher war es viel mehr, wenn man es langsam laufen lässt. Aber ja, das habe ich mir fast gedacht. Auch die Innentemperatur geht jetzt massiv runter. Die ist jetzt bei 20,5. Beispiel mit nassen Klamotten hier reinkommt und ganz viel Luftfeuchtigkeit hat, dann macht es Sinn, den mal hochzudrehen. Aber ansonsten für so einen kleinen Raum braucht man das nicht. Also da reicht es, den auf Stufe 1 oder 2 laufen zu lassen und dann hat er einen richtig guten Wirkungsgrad. Weil dann natürlich die warme Luft ganz langsam durch den Wärmetauscher geht und mehr Wärme aufnehmen kann, mehr Energie aufnehmen kann. Das heißt, die warme Luft von innen geht durch den Wärmetauscher durch, in dem Fall hier ja von oben nach unten, und die kalte Luft wird von unten angesaugt, geht auch durch den Wärmetauscher, und wenn sie langsam durchfließt, dann kann sie mehr Luft, mehr Wärme von der warmen Innenluft aufnehmen. Ja, von daher alles wie erwartet. Mal gucken, was der auf höchster Stufe, was der da so verbraucht. Also immer noch 0. Ja, das war es soweit zu dem Test. Ich bin total begeistert, weil der einfach super funktioniert, der Wärmetauscher. Und ich werde ihn auf jeden Fall einbauen und nutzen. Weil der, ja, ist ein No-Brainer. Der spart so viel Energie. Da kann ich eine kleine Powerstation mitnehmen. Brauche seltener aufladen. Also perfekt.